So, dann werden wir da mal schnell hinrennen. Oh, da oben, guck mal hin. Muss mal aufs Dach. Da ist es. Los! Ja. Wie denn? Sie haben gut reden. Der kann nicht fliegen. Mal gucken, ob man hier aus schaffen was. Jump. Ja, Trophäe. Erstes Blut. Das Signal ist stabil. Gut. Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Das erklärt vermutlich, warum die Leute hier nicht wirklich hier sind. Unsichtbar. Geisterstadt. Sieht aus wie das späte 19. Jahrhundert. Nun, dieses Paris würde ich mir gerne ansehen. Vielleicht nächstes Mal. Fürs Erste musst du das Ausgangsportal finden. Aber ich sehe keinen Weg hindurch. Vielleicht gibt es einen unterirdischen Weg. Guck mal, der Eiffelturm, Alter. Mit Feuerwerk. Da war ich auch schon. Ne? In echt sieht er auf jeden Fall nicht so gut aus. Sieht sauberer aus als das Paris während der Revolution. Findest du nicht? Und weniger Enthauptung gibt es auch. Hm. Mal hier. Das ist es. Es gibt einen Weg durch die Metrostation vor dir. Scheiße. Das gesamte Gebiet wird instabil. Jo, ich würde sagen, wir müssen hier einfach mal rumgucken. Jetzt rennen wir jetzt Assassine im 19. Jahrhundert rum. Sowas habe ich auch geahnt. Aber wo müssen wir jetzt hin? Hm. Hätte gedacht, da hoch, aber irgendwie kommen wir da nicht hoch. Ah, guck mal da. Da, wo es hell ist. Dieser Untergrund gelandet. Ja. Also Zwischenfazit, ich finde das Spiel auf jeden Fall wieder mal sehr gut. Viel ist noch nicht passiert, aber Steuerung ist super. Videoqualität ist super. Ja. Also wenn ihr überlegen solltet, nicht zögern, holt euch das Ding. Oh, da ist eine Bahn. Ja, rennen wir hier mal vor der Bahn weg. Uiuiui. Geht ja schon gut los hier. Das Licht. Bist du ja. Du hast den Ausgang gefunden. Gut. Es ist ein Wirbel aus instabiler Energie. Wir können nicht sagen, ob und wie er die Simulation stören wird. Durch das Portal entkommen. Boah. Okay. Aber wenn so Wind kommt, sollte man sich lieber hinter den Dingern verstecken, gehe ich davon aus. Oh, jetzt kommt auch noch so ein Wind.
So, jetzt müssen wir da hoch. Sieht aus, als müsstest du auf die Freiheitsstatue. Sie muss aus einer anderen Epoche durchgesickert sein. Die eigentliche wurde doch längst in die Staaten geschickt. Wissen die? Der Wind pustet mich da oder runter, ey. Das ist ja bestimmt hier lang. Damit es sich nicht schließt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jo. Schick, schick. Serverbrücke erfolgreich abgeschlossen. Wieder zurück. Da sind wir wieder. Nicht jeder hat so viel Glück beim ersten Besuch einer Serverbrücke. Manchmal bleiben unsere Novizen im System hängen. Dann bleibt uns keine andere Wahl, als ihnen jemanden hinterherzuschicken. Zurzeit steckt einer unserer Novizen auf einem Belle Epoque-Server fest. Wenn du nicht zu erschöpft bist, kannst du später wieder auf die Brücke und ihn retten. Okay, zurück zur Arbeit, Novize. Oh, Geld verdienen hört sich schon mal gut an, dann können wir Waffen kaufen. Allerdings, bleibe ich dabei, dass wir die Mission zuerst machen. Hier sieht es in der Tat sehr unordentlich aus. Mann, Mann, Mann. Okay, Paris ist auch so nicht sauber, aber so dreckig dann auch nicht. Guck mal, da haben wir zum Beispiel so ein... Ah ne, ich mach Mission. Und zack. Oh, hier ist nur Wasser. Kann der eigentlich schwimmen? Ja, er kann schwimmen. Hier, Bruder. So, dann sind wir schon mal drin, weil wir bei dem noch was kaufen. Nö, Rauchbomben habe ich. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten 3 Assassinen auf ihn an. 2 fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen.
Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn, Assassine, der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thun. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Ja, die ist auch neu, die Phantomklinge in dem Teil. Zeig mal her, ja, wo ist er denn? Da ist er. Berserkerklingen, Phantomklingen. Ja. Das lässt mir jetzt aber hier. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Ja, dann gehen wir jetzt mal raus, aber das lässt mir da keine Ruhe, dass hier noch ein Aussichtspunkt ist. Hallo, mein Freund. Grüß dich. Nee, lass mal. Ich will jetzt keinen Coup spielen. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken, wo der Aussichtsturm ist. Nein. Da wollen sie eben wieder was andrehen, was man kaufen muss. Das lasse ich lieber. Kein Interesse. Das verstehe ich noch nicht. Wenn ich da unten war, habe ich einen Aussichtspunkt. Ist eigentlich sowas wie eine Karte? Ah. So, zoomen. Ist gar kein Aussichtspunkt. Nur der da. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Mission. Ganz einfach, um schnell weiterzukommen. Hier ist ein Blatt. Die Alte. Hallo, qui n'a pas sa Gazette? Vous aurez appris les dernières nouvelles avant tout le monde dans la Gazette. Entschuldigung. So, der raucht hier gemütlich auf dem Balkon. Man hat ja sonst nichts zu tun. Chili Willy. Hey! Wir müssen auf jeden Fall darüber wieder. Du kommst sofort her! Dieb! Hilf mir jemand! Der da ist ein Dieb! Komm, den Dieb holen wir uns jetzt noch. Boah, ey. Ah, ich krieg den noch, pass auf. Komm her, du Dieb. Oh. Halt, was hängt denn hier eigentlich für ein Zettel? Entschuldigung. Ups. Müssen ja eh hier rüber. Ich glaube, durchs Wasser werden die nicht rennen. Beziehungsweise mit mir hinterher schwimmen. Nee, die bleiben da oben. Brücke ist zu weit weg. Ja.
voll Graffiti hier dran. Was ist denn hier los? Und das schon im 18. Jahrhundert. Meine Fresse. Boah, die Alte war voll betrunken. Guten Tag. Wenn ihr gesund sein wollt, du wirst nicht entkommen. Oh, hier darf ich nicht rein. Wusste ich nicht. Sorry. Ich bin ja gleich weg hier. Ups. Ich bring dich zur Strecke. Oh. So war das nicht geplant. Halt. Da, da. Geh mir verflucht noch mal aus den Augen! Boah. Hey, komm hier rüber! Er hat sich mit mir angelegt, ich konnte nichts dafür. Ich will ihn nur bluten sehen. Nichts passiert. Es ist nichts zu sehen. Tanzen ja alle rum. Ich will mit dir reden. Auf welcher Seite stehst du? Hm? Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Wir sind überall fest, ey. Denen geht's ganz schön gut hier. Alle besaufen sich, die haben da gerade rumgemacht, rechts an der Wand. Da machen wir doch welche rum. Das Ziel ist ganz schön weit weg. Jetzt sehen wir wenigstens schon eine Entfernung. Entschuldigung.